Auf ein Wort. Man kann nur raten, was Premierminister Cameron Angela Merkel hier noch schnell zuruft. Die Gespräche über einen möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU, den Brexit, haben mittlerweile begonnen. Schon am Nachmittag hatte Merkel deutlich gemacht, sie ist zu Zugeständnissen bereit. Insgesamt gehe ich mit der Einstellung in diese Debatte, dass wir gerne alles tun wollen, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass Großbritannien ein Teil der Europäischen Union bleiben kann. Das ist aus deutscher Sicht wichtig, natürlich entscheidend. Zum Schluss die Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens. Auch EU-Kommissionspräsident Juncker gab sich im Vorfeld des Gipfels zuversichtlich. Mit Großbritannien sei die EU stärker. Viel hängt nun von seiner Kompromissbereitschaft ab. David Cameron muss vor allem die Euroskeptiker in seinen eigenen Reihen von einem EU-Ausstieg abbringen. Aber er hat auch neue Reformforderungen nach Brüssel mitgebracht. Wenn wir einen guten Deal bekommen, nehme ich diesen Deal. Aber ich werde nichts akzeptieren, was nicht unseren Vorstellungen entspricht. Es ist sehr viel wichtiger, das richtig anzugehen, als alles möglichst schnell abzuwickeln. Mit gutem Willen und harter Arbeit können wir ein besseres Ergebnis für Großbritannien erzielen. Erst beim Abendessen soll es um den weiteren Kurs in der Flüchtlingsfrage gehen, vor allem um den besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Der türkische Ministerpräsident Davutoğlu hätte dabei ein wichtiger Gesprächspartner sein sollen. Wegen des blutigen Anschlags von Ankara sagte er seine Teilnahme aber ab.